Zu heftig sind die Erschütterungen für diese Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Wieder trifft es die Region Umbrien. Die Menschen lassen alles stehen und liegen, auch diese Restaurantbesucher, als die Erde um kurz nach 19 Uhr das erste Mal wackelt. Ja, ich war beim ersten Beben zu Hause. Dann sind wir rausgerannt, es wollte einfach nicht aufhören. Die schweren Schäden passierten beim zweiten Beben. Um 21.18 Uhr zittert die Erde erneut und viel stärker. Gebäude stürzen ein, andere werden sicherheitshalber gesperrt. Einige Bewohner mussten die Nacht deshalb in Notunterkünften verbringen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir hatten solche Angst. Alles hat gewackelt, Sachen sind auf uns gefallen. Mir fehlen die Worte. Bis in die Hauptstadt Rom waren die Erdstöße zu spüren. Die Angst der Menschen in Mittelitalien ist zurück. Und die Erinnerung an das letzte Beben vor 2 Monaten mit 298 Toten. Die Erde, sie will hier einfach nicht zur Ruhe kommen.